Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr seht es an meinem Gesicht, hoffentlich. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Es ist wirklich ein witziges Video. Ich weiß, ich bin ein sehr kritischer Mensch und das ist die Art Content, die ich machen möchte. Und wer das nicht mag und das nicht mehr hören will und sehen will, was ich aufdecke, was ich zeige, was ich zu sagen habe, euch steht frei zu gehen, wenn es euch nicht gefällt. Aber ihr braucht es mir nicht schreiben, weil es ist mir egal. Aber heute für alle, die sehr fleißig dabei sind, ich habe was sehr Witziges. Ich habe mich hingesetzt und habe die Season 4 gestartet. Und währenddessen, während der ersten Runde auf der neuen Battle Royale, also auf der Multiplayer-Map, groß wie Battle Royale, habe ich mir so bei ein, zwei Tonen, die ich bekommen habe, überlegt, du, Kevin, was für Menschen kaufen eigentlich diesen 30 Euro Beschisspass und 30 Euro Tim the Tatman und Nick Merck's Skins und 70 Euro geben sie noch für das Game aus und dann noch Blueprints und Masteries und sonst was. Und ich habe in meinem Stream gestern, das ist Schleichwerbung für den Stream, Leute, ihr könnt gerne vorbeischauen, habe ich wirklich lange überlegt, wie, was für Menschen das sind. Und ich habe mir gedacht, man kann ja einzelne Szenen aus diesen Runden zeigen und wir analysieren gemeinsam, wer das ist, was er ist, warum er ist und wie er spielt. Und das Ganze haben wir gemacht und ich hoffe, dass das Endprodukt erfolgreich ist und euch gefällt. Ihr dürft gerne Like und Abo dalassen. Und als allerersten Kandidaten, der außer Wertung ist, weil er ganz speziell ist, möchte ich euch Hans Dieter zeigen. Es war doch eine besonnene, respektvolle, freundliche... Okay, Chat, das ist der dümmste Spieler der Welt. Clip das bitte. Kurzer Disclaimer, Leute, ich mache hier Spaß, ich möchte hier niemanden persönlich beleidigen, alle Namen sind ausgedacht, die Szenen sind real, es sind keine Paid Actor. Und Chappy aus dem Cut, es sind keine VPN-Lobbys, keine Bot-Lobbys, sind ganz normale Lobbys mit ganz normalem Account. Das, Leute, war, ich weiß es nicht, die vierte oder fünfte Runde gestern und ich musste mich so beäumeln. Der junge Mann, die junge Frau, was auch immer, war ja offensichtlich mit diesem Game überfordert. Und man muss dazu sagen, Modern Warfare 2 ist wirklich ein Game. Also es gibt keine Skill-Mechaniken, kein gar nichts. Jeder, der irgendwie einen Controller halten kann, kann irgendwie Kills in diesem Game machen. Ist auch in Ordnung, die Entwickler von Infinity Ward sind der Meinung, das sollte man so machen. Die Zahlen geben ihnen recht, ob ich mich darüber aufrege oder nicht. Aber das, Leute, war Hans Dieter. Meine Vermutung, Hans Dieter hat bis letzten Monat World of Warcraft gespielt, ist von Maus und Tastatur auf den Controller gewechselt, weil sein Kumpel Roland ihm gesagt hat, dass Aim Assist und Aimbot dasselbe ist und die ganzen Controller-Spieler richtig abgehen. Und er hat sich in Modern Warfare 2 verliebt und sagt, das ist mit Abstand das beste Game aller Zeiten. Es wäre ja nicht ein Chappy-Video, wenn wir gleichzeitig auch wirklich was kritisieren wollen. Und ihr seht an der nächsten Szene, dass offensichtlich Quality of Life Updates immer einhergehen und auch neuer Content mit der Tatsache, dass nichts getestet wurde, weil Qualitätstester, Spieletester, die Ahnung haben, kosten Geld. Activision verdient wirklich sehr wenig Geld, sehr wenig Geld. Wir zahlen viel zu wenig alle. Das sollten wir auch mal akzeptieren. Deswegen kann man auch sowas wie Spawns in einer großen Karte, die so groß ist, wo man nicht mal aus Versehen die Spawns kacke machen kann, schafft Infinity Ward es trotzdem. Glaubt ihr nicht? Schaut mal. Das ist ja... Digga, wie oft du auf dieser Karte von hinten abgeschossen wirst. Das ist ja von Activision als Patent angemeldet. Aber ist krass, oder? Multiplayer-Content? Jawohl, ich bin da gespawnt auf der neuen Karte, wo er... Guck mal, da bin ich gespawnt und da ist er. Also Spawns können wir auch schon mal festhalten, auch nicht überprüft worden, getestet worden, nix, gar nichts. Dann haben wir noch einen getroffen. Ein... Ich würde sagen, kriechendes Exemplar. Meiner Meinung nach ist dieses kriechende Exemplar ein Kevin gewesen. Mhm. Mein Namensvetter. Und ihr werdet sehen, dass auch Kevin sich im Black Sail Pass bedient hat. Leider hat er währenddessen vergessen, dass der Controller einen Stick hat, mit dem man sich bewegt. Und wie man ordentlich auf sowas reagiert, obwohl es gegen die Activision-Bestimmung ist, dass man jemanden nicht teabaggen darf und nicht bodyshooten darf, haben wir ihn begrüßt und meine Gaming-Partnerin gestern hat mich dann darauf hingewiesen, dass derjenige vielleicht nicht mehr lebt. Ich spiele jetzt nicht, um den Nuke zu machen,
Er liegt da. Er ist tot. Ich bin nur sicher gegangen. Jetzt könnte man denken, dass Nuri und Hans-Dieter ja Ausnahmen sind. Also springen wir, bitte habt ein frisches Mindset in die nächste Runde. Und wenn ihr denkt, dass ein oder zwei in so einer Runde, in diesem Game, schon viel sind, möchte ich euch jetzt das Timmy-Squad vorstellen. Die Tim the Tatman-Käufer, die Blackcell-Käufer, die Activision-Börsen-Anteilseigner. Die Namen könnt ihr euch ausdenken. Ich nenne sie, einfach nur weil es manche triggert, obwohl es nicht mal böse ist und ich selbst ein Papa bin, ich nenne sie die Gang der Familienpappe. Pappas. Ich nenne sie der Gay, die Gay. Ich nenne sie die Gang der Familienpappas. Und ich möchte euch alle davon vorstellen. Und die haben das taktische Gaming in Modern Warfare 2 auf ein neues Level gehoben. Und genau diese Leute sind die, die einem schreiben, dass man ja von COD keine Ahnung hat und dass es perfekt so ist. Und die geben 500 Euro im Jahr aus. Und Activision sagt sich, solange wir so viel Geld einnehmen, können wir mit der Qualität, die wir anbieten, auch weitermachen. Weil, never change a running system. Wenn es funktioniert, funktioniert. Meine Damen und Herren, mit Applaus möchte ich Ihnen vorstellen, die Familienväter. Er liegt. Tim the Tatman Chat. Er hat die neue Waffe, er hat den Tim the Tatman Skin und spielt Call of Duty, indem er sich mit einer Mine neben eine Tür setzt. Ah, Tim Thalers. Wisst ihr, was da passiert? Da werde ich geschlechtsneutral. Da sind vier Leute in dem Flur, Alter. Die sitzen da zu dritt, das darf nicht. Nein. Und den Black Cell gekauft. Das ist die Kundenart, die Activision sich wünscht. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man ja wirklich drüber lachen. Aber ich wollte euch anhand dieser Beispiele einfach mal zeigen, obwohl es ja so oft behauptet wird, dass wir Creator und Streamer und Hardcore-Gamer, was viele von euch auch sind, Schuld daran tragen im Prinzip, dass die Games von Activision und Call of Duty und auch anderen immer schlechter werden. Und ich habe so oft schon gesagt, und das hier ist das beste Beispiel, Nuri, Hans-Dieter, der Kevin Squad oder wie auch immer sie heißen, der Grund, warum Entwickler und Publisher mit all diesen Dingen, die wirklich Richtung Betrug für mich schon gehen, durchkommen, ist, dass eine absolute Mehrheit, 90, 95, 98%, sich für YouTube nicht interessieren, für YouTube-Kanäle nicht interessieren, dafür, dass man Like jetzt dalassen kann, nicht interessieren, für Twitch nicht, für Twitter nicht, die kennen SBMM nicht, die kennen die Games nicht, kein gar nichts. Und deswegen kommen diese Unternehmen, und das ist Ubisoft, das ist EA, das ist DICE, das ist, ihr könnt wirklich so viele nehmen, kommen damit durch, weil sie Geld verdienen. Stand heute ist auf Steam Charts der Black Cell Pass auf Platz 2 der Most Sold Items, die meistverkauften Items. Auf PlayStation 5 ist Call of Duty Modern Warfare gestern das meistgekaufte Game mit Upgrade gewesen. Das ist nicht, weil das Hardcore-Zuschauer von COD-Streamern sind und die COD-Streamer sich da irgendwas kaufen und das zeigen. Es ist, weil wir keine Chance haben mit dem, was wir wollen und erwarten. Und das muss jeder von uns einfach einsehen. Und trotzdem mache ich Content darüber, weil ich trotzdem meinem Auftrag, den ich mir selber auferlegt habe, gerecht werden möchte. Wir haben keine Chance gegen diese Mehrheit von wirklich, es tut mir leid, es ist nicht mal wirklich böse gemeint, es sind Timmys. Es sind einfach Timmys, Gelegenheitszocker, eine Stunde pro Woche, die keinen Anspruch haben, kein gar nichts. Und die kaufen für 30 Euro einen Black Cell Pass, für 25 Euro einen Skin, noch einen Skin. Am Ende sind die beim Jahr 400 Euro für einen Call of Duty. Das ist die Zielgruppe, meine Damen und Herren. Und ich hoffe wirklich, ich habe es jetzt noch nicht geschnitten, das kommt jetzt nach der Aufnahme erst, dass ich euch wenigstens zwischendurch ein bisschen zum Lachen bringen konnte. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Ich bin raus.